Vor circa 6 Jahren arbeitete ich bei einer Schule und saß über Mittag auf einer Parkbank in der Nähe und ich fing einfach an zu heulen. Ich fing an zu heulen, weil es mich überforderte, die gesamte Unterrichtsvorbereitung und die Störungen im Unterricht und einfach alles zusammen im Lehrerberuf. Und heute ganz anders. Und wie das so weit gekommen ist, möchte ich euch heute in diesem Video von mir und meiner Geschichte kurz erzählen. Übrigens, dieses Video ist gesponsert von allen pädagogischen Hochschulen der Schweiz, von Deutschland und aus Österreich. Na, David, hör auf, wieder Unsinn zu reden. Grüezi miteinander. Mein Name ist David Karls, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Sekundarlehrer in der Schweiz. Ich bin seit etwa 5 Jahren als Lehrer tätig und seit circa 2 Jahren mit meiner Ausbildung, meinem Master fertig. Und ich liebe meinen Beruf. Ich unterrichte Deutsch, Englisch, Sport, Hauswirtschaft, also vor allem Kochen, Ernährungslehre, Konsumverhalten und Medienbildung, weil wir vor allem mit iPads arbeiten. Und heute möchte ich euch meine Geschichte erzählen, wie dass ich als Lehrer fast versagt hätte und fast meinen Beruf aufgegeben hätte und heute wirklich mich in meinen Beruf verliebt habe. Vor 6 Jahren habe ich meinen Bachelor gemacht und ein Zwischenjahr eingelegt, mich exmatrikuliert von der pädagogischen Hochschule, um arbeiten zu gehen als Lehrperson, weil ich hatte zu wenig Praxis in meinem Studium. Ich glaube, inzwischen ist es wieder ein bisschen besser. Aber ich hatte den Drang, um arbeiten zu gehen und bei meiner ersten Stelle, das war nur eine 3-monatige Stellvertretung mit 80% Pensum, also ca. 22 Lektionen auf Sekundarstufe, 7. bis 9. Klasse, Sprachen, 2, 3 andere Fächer, Religion oder sowas, ich weiß nicht mehr alles genau. Der Punkt ist, ich war völlig überfordert mit allem. Ich hatte wirklich ein miserables Gefühl. Ich fühlte mich überarbeitet, hatte Schlafprobleme, Verdauungsprobleme und enormen Stress einfach. Und im Winter war ich dann wieder ein bisschen Skilehrer hier in der Schweiz. Das war ein bisschen Erholung. Und dann im Frühling habe ich meine zweite Stellvertretung gemacht, auch ca. 80% mit irgendwie 23 Lektionen. Zum Glück noch ohne Klassenlehreraufgaben. Und das ging schon ein bisschen besser. Aber ich habe mir in dem Jahr tatsächlich überlegt, ob ich nicht den Lehrerberuf hinwerfen soll. Ich habe mir überlegt, ob ich den Master überhaupt machen soll, weil wir als Sekundarlehrer in der Schweiz müssen einen Master machen, also so circa 5 Jahre Studium. Und ich war einfach dermaßen an einem Tiefpunkt, gerade bei der ersten Stelle, wo ich wirklich heulte 2, 3 Mal, weil ich komplett überfordert war. Und ich möchte diese Geschichte einfach deshalb erzählen, weil heute, das ist jetzt 6 Jahre später, ich habe den Master gemacht und ich konnte ein bisschen mehr von der pädagogischen Hochschule dann profitieren mit der Praxis, die ich ja hatte. Aber heute geht es mir wirklich toll als Lehrer. Klar, der Beruf ist enorm anstrengend. Auch abends bin ich oft sehr kaputt und schlafe fast ein in der S-Bahn. Ich glaube, das passiert einigen Lehrpersonen. Aber ich bin an einem ganz anderen Punkt und ich möchte einfach die 2, 3 Dinge oder mehr erzählen, was ich glaube, was so die wichtigsten Dinge sind, die mich erfüllen als Lehrperson und es mir ermöglicht haben, dass ich einen gewissen Erfolg erlebt habe und so einfach zufrieden geworden bin mit meinem Beruf, damit ihr Lehrpersonen, die diese Videos schauen, auch vielleicht hoffentlich in diese Richtung gehen könnt, wenn ihr die gleichen Probleme habt oder hattet, so wie ich. So, Punkt Nummer 1, die Unterrichtsvorbereitung, diese immense Menge. Ich glaube wirklich, dass wir junge Lehrpersonen und Quereinsteiger, Berufseinsteiger, sobald wir das Studium abgeschlossen haben und mit der ersten Praxis beginnen, mit der ersten richtigen Stelle, wir müssen uns ein bisschen distanzieren von dem, was die pädagogischen Hochschulen uns beibringen. Nicht, weil es schlecht ist, sich auf eine 45-Minuten-Lektion oder Doppellektion voll zu konzentrieren und diese zu perfektionieren, weil nachher im Unterrichtsalltag es einfach absolut unrealistisch ist, mit irgendwie 25 bis 30 Lektionen pro Woche jede 45-Minuten-Lektion irgendwie zwischen 2 bis 6 Stunden lang vorzubereiten. Zumindest habe ich das persönlich so erlebt und da hoffe ich sehr, dass die pädagogischen Hochschulen, es ist sicher überall ein bisschen anders, aber so von was ich höre von anderen Lehrpersonen, sind es immer ein bisschen die gleichen Probleme, dass wir ein bisschen wegkommen von dieser Perfektionierung einer einzelnen Lektion und mehr versuchen, deshalb rede ich auch immer von langfristiger Planung, und versuchen über längerfristige Zeit Überlegungen zu machen, was wir alles erreichen wollen mit Schülern.
weil das erleichtert auch uns Lehrpersonen die Vorbereitung, weil wir nicht so minutiös versuchen, jede Lektion vorzubereiten und dann einfach wirklich Lehrpersonen mit Burnout-Symptomen auftauchen. Ich meine, ich habe in meinem Umfeld 3 junge Lehrpersonen in meinem Alter oder vielleicht ein bisschen älter, die alle schon irgendwie sich verabschiedet haben, zumindest vorübergehend oder vielleicht sogar ganz vom Lehrerberuf. Und ich glaube wirklich, dass das ein Problem ist, was nicht die pädagogische Hochschule selbst verursacht, sondern wir als Gesellschaft. Weil wenn gerade zum Beispiel die Prüfungskulturen, egal an welcher Universität, ist, dass beim zweiten Mal nicht bestehen einer Prüfung in den meisten Fällen in Instituten ein Studium abgebrochen werden muss, man rausgeworfen wird, das kreiert Angst. Und diese Angst ist wirklich total unnötig. Und natürlich, man versucht zu sagen, ja, wir wollen nicht 1000 Mal eine wiederholende Studenten, das kostet Geld und so weiter. Aber ich versuche mir immer zu überlegen, gut, wir wollen ja einen Beruf erfolgreich ausüben, damit wir unser Überleben garantieren können, damit wir ein Einkommen haben und zu essen haben, Dach über dem Kopf haben. Also, was habe ich gemacht, als ich noch nicht an die Uni gehen konnte, vor hunderten von Jahren? Ich habe mein Bauernfeld gesät und meine Sachen gepflanzt, damit ich mein Getreide im Sommer hatte und im Winter dann überleben konnte. Und natürlich, wenn ich 2-mal mein Feld versaue aus irgendwelchen Gründen und keine Nahrung habe, dann würde ich theoretisch sterben. Also es ist ein Stress, der ausgelöst wird, weil wir einen bewussten oder unbewussten Überlebensinstinkt entwickeln. Wir müssen alle diese Prüfungen bestehen, auch für unsere Schüler gilt das Gleiche, sonst sterben wir, weil wir dann keine Überlebensgrundlage mehr haben. Und das ist Bullshit, denn selbst als Bauer, wenn wir uns um Beziehungen im Leben kümmern, dann sind wir als Bauer nicht alleine. Und mein Nachbarsbauer, zu dem ich eine gute Beziehung pflege oder zu pflegen versuche, oder die 2-3 Bauern rundherum, wenn die wissen oder wenn die wussten, dass ich keine Ernte hatte, wenn wir eine gute Beziehung haben, dann werden wir uns gegenseitig aushelfen. Und ja klar, die einen mögen jetzt sagen, das ist Utopie, aber es ist keine Utopie. Wir sind Rudeltiere letztendlich. Wir sind Menschen, die sozial sind und diese Prüfungskultur von 2-mal nicht bestehen oder einfach gesamthaft alles, was eine ungenügende Note ist, ist einfach schlecht und dann ist man ein Misserfolg und so weiter. Das ist wirklich ein Problem. Und ich schweife jetzt ein bisschen vom Thema ab und ich möchte einfach zurückkommen zu dieser 45 Minuten Lektionsplanung als Lehrperson. Wir müssen das nicht immer perfekt machen. Sobald wir unseren Abschluss haben, haben wir gezeigt, dass wir etwas können und wir können diese Perfektion von Unterricht auch immer noch über die Jahre entwickeln. Ich glaube auch, dass wir noch mit 60 unseren Unterricht noch perfektionieren können. Und der Punkt ist einfach, nach dem Studium sich ein bisschen zu distanzieren von all dem, was man gelernt hat, denn es wird nicht gleich jemand sterben. Im Arztberuf ist es vielleicht anders, aber es wird nicht gleich jemand sterben von unseren Schülern, wenn jetzt nicht die perfekte Einzelarbeitsphase, Gruppenphase, selbstorganisiertes Lernphase, mein Frontalunterricht, was auch immer, nicht perfekt geplant ist. Der zweitwichtigste Punkt, und ich glaube, ich versuche bei dem zu bleiben, weil sonst wird das gesamte Video viel zu lange, ist wirklich Beziehungen. Das habe ich vor dem ersten Punkt schon erwähnt und es war auch quasi die Überleitung zu diesem Punkt. Ich habe erst nach 1-2 Jahren 100% Arbeit und Berufserfahrung als Lehrperson nach meinem Masterabschluss wirklich verstanden, was Beziehung heißt. Das Lustige ist sogar, ich habe letztens aus irgendeinem Praktikumsprotokoll, das ich von meinem Studium hatte, irgendwas gelesen, was ich geschrieben hatte. Ja, in meinem Deutschunterricht war die Beziehung zu den Schülern ganz gut. Irgendwie, wir waren auf der gleichen Wellenlänge oder wir haben uns über den Unterrichtsinhalt dann irgendwie connecten können, weil ich auf ihre Lebenswelt eingegangen bin mit dem Inhalt, bla bla bla. Das ist ganz okay, aber ich habe im Studium niemals wirklich verstanden, was Beziehung ist. Und da muss ich wirklich sagen, da muss die pädagogische Hochschule oder ich weiß nicht welche oder die Dozenten, ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber da muss die pädagogische Hochschule dringend etwas machen. Zumindest auf der Primarstufe, da wird es vielleicht noch mehr gemacht, 1. bis 6. Klasse, ich weiß es nicht. 7. bis 9. Klasse, Sekundarstufe, wird viel zu wenig an meiner pädagogischen Hochschule gesprochen über Beziehungen. Vielleicht wird es noch mehr gemacht, ich weiß es nicht.
Und ich versuche jetzt ganz kurz zu umschreiben, und ich habe es in anderen Videos auch schon öfters gemacht, was für mich Beziehung bedeutet. Beziehung bedeutet für mich, alle Menschen, ich meine wirklich alle, ich meine die Schüler, die Eltern, meine Mitarbeiter, die Lehrpersonen, der Hauswart, die Schulleitung, die Schulpflege oder sonstige Leute, die irgendwie mit dir in Kontakt treten im Schulalltag oder auch sonst im Leben allgemein, dass du diese Menschen wahrnimmst, tolerierst und akzeptierst, so wie sie sind. Das heißt für mich, dass du sie nicht verurteilst für das, was sie sagen oder tun. Und für die, die das noch nie gehört haben, es geht einfach darum, dass wenn ein Mensch etwas sagt, das dich vielleicht verstört, zum Beispiel, dass du diese Person nicht gleich verurteilst dafür, was sie Verstörendes sagt, für dich zumindest, sondern dass du nachfragst, wie kommst du zu dieser Aussage, wie kommst du zu deiner Meinung? Und je mehr du einer Person zuhörst, je mehr lernst du, in die Schuhe eines anderen Menschen hineinzugehen und zu spüren, was hat dieser Mensch für Erfahrungen im Leben gemacht, was hat diese Person für eine Geschichte und hat deshalb diese Meinung. Um ein Beispiel zu machen, und ich mache das gerne, weil das einfach ein bisschen ein extremeres Beispiel ist, wenn du jetzt ein Kind hättest, das in die Schule kommt zu dir und sagt, entweder ein Einheimischer, und sagt, ich hasse diese Ausländer, bla 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 bla, oder vielleicht sogar ein ausländisches Kind, das sagt, ich hasse diese einheimischen Kinder, die sind alle so mühsam und einfach so stur oder was auch immer, spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass du diese Menschen fragst, das können ja auch Erwachsene sein, warum denkst du so? Wo kommt das her? Oder beschreib mal genau, was dich genau stört. Einfach so, Fragen zu stellen, wo die Person dann mehr erklären müssen, also offene Fragen, nicht Fragen, die Ja-Nein-Antworten geben. Und je mehr du dieser Person zuhörst, desto mehr wirst du merken, aha, diese Person hat diese Erfahrung gemacht, hat diese Menschen in seinem oder ihrem Umfeld, die zu diesen Haltungen und Werten und Ergebnissen führt. Und wenn du das mal getan hast, dann merkt die dein Gegenüber, dass du wirklich zuhörst und nicht einfach sagst, spinnst du eigentlich oder was auch immer. Und dann kann man überhaupt nicht miteinander arbeiten. Das heißt, wenn ich gerade zum Beispiel störende Schüler im Unterricht habe, und darum geht es ja, das ist auch das zweitgrößte Problem für viele Lehrpersonen, stören im Unterricht, ist, dass sie nicht auf der gleichen Wellenlänge mit den Schülern ankommen, wenn man das so sagen kann. Und ich habe jetzt einfach gelernt, dass die anstrengenden, lebendigen Schüler, störende Schüler, dass ich die lernen muss, besser zu verstehen. Und das lernt man im Studium vielleicht ansatzweise, aber mit mehr Praxis ist es einfach viel, viel einfacher. Also nicht nur das, sondern natürlich auch reflektieren. Genau. Und so lernen die Menschen besser zu verstehen. Und wenn dann die jungen Menschen, Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene, merken, dass du zuhörst, dann sind sie viel eher bereit, auch mal etwas von dir anzunehmen, wenn du dann sagst, okay, wenn das deine Meinung ist, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ich einverstanden bin mit dir, weil das ist zum Beispiel nicht besonders respektvoll, wenn du dich so und so verhältst. Also das schafft einfach die Grundlage, wenn man dem anderen zuhört und nicht einfach verurteilt und so lernt, in die Schuhe des anderen hineinzuschlüpfen und seine Welt besser zu verstehen oder ihre Welt. Ja, und zu Beziehung meine ich auch allgemein, dass man eine gute Beziehung versucht zu pflegen zu seinen Mitarbeitern und auch mal für diese mal zum Abendessen kocht oder mal abmacht und nicht nur immer nur über Schule spricht, sondern auch einfach versucht, Freundschaften zu entwickeln. Ich sage auch immer, es braucht nur eine einzige Freundschaft, auf die man sich freut, in die Schule zu gehen. Das reicht schon völlig. Heute habe ich das Glück, dass gleich 3, 4 gute Freundschaften in dieser Schule entstanden sind, wo ich arbeite. Aber zum Beispiel bei meiner zweiten Stelle, da habe ich einen einzigen richtig guten Freund gehabt. Der war nicht mal Lehrer, das war der junge Hausmeister. Hier Gruß an Dominik. Ein sehr, sehr guter Freund geworden von mir, obwohl wir nur 3, 4 Monate richtig miteinander zu tun hatten. Aber wir sind einfach zusammen ab und zu Mittagessen gegangen. Das hat echt gut getan. Und man muss sich einfach um diese Dinge kümmern. Und sobald man das tut, ist das auch ein enormer Effekt auf den Unterricht.
wenn man die Beziehung zu den Schülern pflegt und wirklich die Zeit nutzt, um sie kennenzulernen und sich dafür zu interessieren, was sie beschäftigt im Leben, dann sind sie viel eher bereit, um mitzumachen, was du im Unterricht präsentierst. Und jetzt merke ich gerade, dass ich genau fast vor einem Jahr genau hier an diesem Ort ein Video gedreht habe, das heißt Schüler mit drei Dingen motivieren, Tricks, irgendwas habe ich das genannt. Und ich stehe immer noch voll hinter dem und ich werde auch garantiert, egal in welchem Beruf, dass ich arbeiten würde und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich mal noch was anderes machen werde, als Lehrperson zu sein. Für mich, mit meinen Freunden, mit Menschen, die ich kennenlerne, den versuche ich einfach zuzuhören und offen zu bleiben und den Leuten ihren Raum zu gewähren, weil sie dürfen ihre Meinung haben. Ich muss nicht einverstanden sein, darum geht's nicht, aber einfach offen dafür zu sein, was sie zu sagen haben. Und dann können wir wirklich anfangen, miteinander zu kommunizieren und eine gute Beziehung aufzubauen, die zu etwas Wunderbarem werden kann, selbst wenn wir vielleicht sogar sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu gewissen Themen haben. So, ich weiß, ich wollte nur zwei Punkte sagen, ich sage jetzt trotzdem noch einen dritten Punkt. Ich versuche wirklich kurz zu halten, es tut mir so leid, ich bin so ein Quatscher, ein Laberi würde man sagen auf Schweizerdeutsch. Aber ich muss einfach noch sagen, der dritte Punkt als Lehrperson, um als Berufseinsteiger erfolgreich zu sein, glaube ich wirklich, muss man schon hart arbeiten am Anfang. Hart arbeiten und viele Fehler machen und sich darauf einstellen, dass man viele Fehler macht. Und zusammen mit dieser harten Arbeit aber auch lernen, seine Freizeit einzuplanen. Weil wenn du kaputt bist bei der Arbeit, weil du nie Pause machst und nie dir Freizeit gönnst oder nie konsequent am Wochenende Sport machen gehst oder auch unter der Woche Sport machen gehst oder dich anständig ernährst und nicht den ganzen Tag vom Lehrertisch diese Schokolade isst, die da rumliegt oder sonst irgendwas, was du einfach so schnell reinstopfst, das ist echt ungesund und das führt zu noch mehr Stress, den man hat. Deshalb einfach da wirklich diese Work-Life-Balance, was auch immer, einfach sich Freizeit einzuplanen und eine klare Limite zu setzen, zeitlich oder räumlich, wann das ich für die Schule arbeite und wann nicht. Und wirklich sich zu distanzieren, weil unser Gehirn braucht und der Körper braucht Sonnenlicht, Bewegung, gutes Essen, Freundschaften, soziale Bindungen. Jetzt fange ich wieder an, blöde Wörter hier einzuwerfen, um gesund und glücklich zu bleiben. Und selbst ich, der heute das tue, auch ich bin immer wieder mal im Anschlag und wie gesagt, schlafe ein in der S-Bahn nach Hause, da einfach seinen Ausgleich zu finden und sich seine eigene Freizeit einzuplanen. Ich hoffe, dass dieses Video einigen Lehrpersonen etwas bringt. Es war eines meiner ersten Videos, die ich völlig konzeptlos gemacht habe und es ist viel länger geworden, als ich wollte. Ich wollte ein 5-Minuten-Video sowas machen. Ich glaube, jetzt ist es wieder 15 Minuten geworden. Aber an dieser Stelle möchte ich einfach all den Leuten danken, die mir Dankes-E-Mails schicken, die mir Fragen schicken, die Kommentare schreiben. Ich bin euch so dankbar, weil das gibt mir so viel mehr, als ich mir jemals erträumt hätte. Weil ja, ich gebe zu, ich habe diesen Kanal angefangen, weil ich einen Weg gesucht habe, um vielleicht irgendwann nicht mehr als Lehrer oder nicht mehr so viel als Lehrer arbeiten zu müssen, weil ich gedacht habe, mit diesen Amazon-Affiliate-Links unten in Videos kann man ein bisschen Geld verdienen und ja, ich verdiene vielleicht 1 Euro im Monat oder sowas mit meinen Videos. Und das ist voll okay, das ist auch ganz nett für die Bücher-Links benutzen unten Videos oder die Links benutzen, um andere Dinge dann nachher einzukaufen, weil ich dann eine winzige Provision erhalte. Aber eigentlich ist das echt scheißegal. Weil jeder, der einen kleinen Kommentar hinterlässt oder mir eine E-Mail schreibt mit einer Frage, zu dem ich dann ein neues Video machen kann, das gibt mir so viel, weil ich habe ja meine Überlebensgrundlage, weil ich bin angestellt, ich habe ein Einkommen, also brauche ich nicht irgendwie noch ein Einkommen über YouTube zu haben, sondern es macht mir wirklich Spaß, für euch da zu sein, weil es ist mir wirklich wichtig, dass möglichst keine von euch oder gar niemand von euch ein Burnout hat oder Burnout-Symptome, sondern dass ihr glücklich werdet in eurem Beruf und glücklich werdet in eurem Leben und einen Ausgleich findet und hoffentlich auch aus meinen Fehlern lernt und vor allem aus euren eigenen Fehlern, weil jede Situation ist anders und so hoffentlich euren Weg findet und auch mal sagen könnt, dass ihr euren Beruf liebt, weil es ist wirklich schön,
Und das ist auch das, was meine zweite Praktikumslehrperson damals gesagt hat. Und damit möchte ich mein Video, glaube ich, wirklich schließen. Als sie uns sagte, wisst ihr was, Leute, weil wir waren zu dritt, ihr habt den allergeilsten Beruf gewählt, den es gibt. Und damals dachte ich, what? Aber heute verstehe ich's. So, das war's. Ich schwitze, die Sonne wird langsam heiß. Danke vielmals. Ich will irgendwie sagen, ich liebe euch für eure Kommentare oder für euer Feedback. Feedback, Hattie-Studie. Okay, jetzt höre ich echt auf. Macht's gut, bis bald. Ciao.